Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der LS19 Erlen, gerade im Alpin-DLC zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. 19. Wenn ihr jetzt fragt, was ist da droben weggegangen von 21.000, Philipp hat ein Ladewagen. Den Ladewagen auch Bau für den Unitra gekönnt. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Ja, haben wir natürlich schon vorher fleißig abgesprochen. Auch das Alpin-DLC. Link unten in der Beschreibung. Jetzt ist er schon wieder, dieser Dreck! Mann! Weiß ich nicht. Philipp, willst du deine Probleme mit uns teilen? So. Die Schranke war zwar noch unten, aber ich bin nach dem Zug in der Schlängenlinie dran durchgefahren. Mit den zwei Hängern? Ohne, ich bin gerade am Ding holen. Eieiei, war gerade am Trinken, deswegen habe ich nichts gesagt. Das war gerade hier keine Absolute. Doch, vom Flöten oder was? Das ist gar nicht wahr. Dann kommt so der 5-Jährige, das ist gar nicht wahr. Kommt der 5-Jährige geflogen? Da kommt das 5-Jährige aus ihm raus. Warte. Ja, warte! Oh Mann, ich will nicht wissen, wie viel sind da auch unter meinen Lippen. Du musst leicht lispeln, schon glauben sie dir nicht. Du musst leicht lispeln, schon glauben sie dir nicht. Oh Mann. In der Kurve ein BMW oder was ist jetzt überholt? In der Kurve, das ist unglaublich, die Auto behindert. Und sportlich, was? Ja. So. Ein Hund rum um die Ecke. Hau mal's an. Mal an die ja. Scheide, du. Oh, warte, ich muss aber noch mal an. Es geht bald auf den Wieder zu. Wir müssen Schröder verdammt. Da hinten ist er. Da ist die Tür und die ist zu. Es sieht nicht so gesund aus, als der Marsch. Was? Ich bin gerade bei unserem Hund. Ah, da ist er! Komm her, Bubi! Ja! Komm! Hallo? Ich lasse ihn da mal, ne? Der wird schon kommen. Im Normalfall. Der hat sich gerade. Wir haben da an unserem Haus so einen Leiter. Ich habe ihm vorne einen Knochen gegeben. Ich glaube, der ist ihm gerade am Vergraben. Der ist gerade im Haus. Also bei uns beziehungsweise. Ich hoffe, der vergrippt den nicht im Haus, ne? Dann ist er, glaube ich, eine Weile am Buddel. Ja. Also er verbunden mit dem Sofa. Das ist. Oh Gott, ist hier gerade. Ja, ein Holzfußboden, oder? Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Wahrscheinlich so abends, wenn die Arbeit erledigt ist, wir wollen uns auch so von den Fernseher. Oh, was war jetzt das noch? Das ist vielleicht gerade noch ein drin. Zwischen der Couch im Arsch. Oh Mann. So, der erste Ladewagen ist im Silo daheim. Shishi. Eigentlich muss ich irgendwie schauen, dass ich mir den Dave will, ne? Gib alles her, was du kannst. Also ich verkonst dann 20, ne? Ich maximal 18, glaube ich. 18, 17, irgendwie dazwischen. Aber ich muss, also ich habe auch noch 1000 dazwischen. Ja, okay, du musst abladen fahren. Da hat's da. Das ist nicht wenig. Es geht an die Steilkurve ran. Ich mach mal Allrad und Sperre rein. Ey, da zieht er hoch mit 9, ne? Ah! Haben wir 10 Millionen? Ah ne, das ist am unteren Teil. Das sehe ich mir nicht schild. So, ich fahre nicht die Kurve, aber sind gleich safe mit einer Flaggen. Habe ich schon irgendwie so eine Vorahnung. Die ich nie ausprobieren will. So.
bin schon wieder am Abladen. Ja, da geht gut was runter. Da geht aber auch was runter. Wir haben die gedüngt. Mhm. Das ist natürlich auch noch ein guter Fortschritt zum letzten Mal. Beim letzten Mal war, glaube ich, nur eine Knau, oder? Wenn überhaupt. Ja. Aber der Steier hat schon 2,9 Stunden drauf. Der hat schon ein bisschen was getan, du. Geisteskrank. Ja, seid ihr denn von allen guten Sinnen? Ja. So. Unitrag hat jetzt 3,6 Stunden. So. Ja, da war auch gut, das ist schon erledigt, muss man sagen. Mhm. Aber also, er hat sich ausgezahlt. Ja. Besser als der Abby. Weil wir mehr arbeiten, das war halt immer zu schwach. Also er hätte es gepackt, aber eher schlecht als recht. Eher schlecht als recht, ja. Natürlich hätte man ihn hochschrauben können, aber... Ja, das ist dann auch nicht das wahre Glück. Und ich muss sagen, ich bin eher der Freund von den etwas normaleren Traktoren. Ja. Ich so halb halb, ich bin jetzt zwiegespalten. Also sowas ist halt schon schön, aber... Für sowas wie jetzt das Mähen da ganz oben in den Bergen war das schon geil. Ja. Also es war ein cooles Bild, aber mehr auch nicht wirklich. Ich bin nicht schon das dritte oder vierte Mal beim Abladen. Also, da geht was auch mit der Zeit. Ne? Da geht echt was runter. Ja, da sieht man schon eine doppelte Dünge-Stufe drauf, das bringt was. Ja, so. Ja, da gibt's schon noch schöne große Wiesen. Den habe ich auch irgendwann mal Bock, ne? Ja, gut. Ich habe nichts dagegen. Wird dann das hintere auch irgendwann mal austauschen? Hm? Durch das große Schmetterling. Ach so. Schwadermansch oder Nebel? Nebel. Das ist jetzt tatsächlich den, heute glaube ich, ein schönes Krone-Mähwerk auf Motorbeschienen, das war auch jetzt, wenn man jetzt fährt zum Beispiel, das halt eben Gummilappen nach hinten wladen, wadeln oder so weiter. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie man es nennt. Gibt so einen bestimmten Namen dafür. Was ich bin jetzt auch nicht, aber wie wird das heute erschienen? Mhm. Da wurde ja schon von vielen Wenn vorstellen. Jetzt noch ein schwarzes Sammellack. Ich glaube, es hat sogar schwarze Sonnenlage. Also es sieht auf jeden Fall so aus. Aber ganz sicher bin ich jetzt echt nicht. Wir können sie mal mit draufnehmen, beziehungsweise angucken. Und dann gehen wir quasi mit draufnehmen.
Herzprobleme drum. Schade, ich hätte früher anlegen müssen. Ganz gut nach, wie sieht unser Feld aus? Ah, in einem Wachstum. Gut. Ja, wir haben erst 39. Das kann also noch ein bisschen dauern. Bist du eigentlich gerade noch am Sammeln? Nach unten oder schon bei mir oben? Unten, untere Wiese noch. Okay. Also dann habe ich noch ein bisschen Zeit, um jetzt weiter zu schaden. 2, 3, 4, 5, 5 Bahnen noch. Okay. 5,5. Ah, ja, wir haben noch ein bisschen. Ruhig und spannend gerade, also. Ich finde es gerade echt ruhig und spannend auch. Ja. Und keine festen Termine, wo wir irgendwas schaffen müssen. Ja. Schon ruhig auch. Halt dann böse. Aber nicht einigen, ne? Nein! Hm. Bin nicht so wie du was. Ja. Was hast du gesagt? Nichts. Da siehst du! Bin noch schlaf, fuck ich doch. Nee, wir sind alle hellwach hier. Hellwach. Ist 3:09 oder so. Es ist 9. Warte, ich kann genau 20:57 steht aber im Bildschirm. Bei mir auch. Mit den LS10:41. Schon wieder voll, ey. Flo fährt mit 17, ich bin auf 0. Ah, da wird mitgenommen die Kurve. Ich werde jetzt gucken, dass ich den unteren Teil das erste Mal dann nach oben fahre. Gehen wir nicht schnell genug. Nein. Jetzt ist schon so, wie sie ist, ne? Ja, wenn er mal spannend, wenn wir dann irgendwann später mal einen größeren Schwader kaufen. Wie ist dann tatsächlich mit dem in der Berglage ist. So. Kommst du zu mir wieder?
Nee, einmal muss ich noch kurz dran, aber dann, ja. Können wir entladen. Ja, wie viel haben wir jetzt eigentlich schon im Silo drin? Also, ich entlade die ganze Zeit den Silo, ne? Hm? Ich werde die ganze Zeit den Silo entladen. 98.200 haben wir momentan drin. Hat schon nie wenig. Ich weiß nicht gar nicht genau, wann wir das letzte Mal runtergeholt haben. Aber ich glaube, das war eindeutig nicht so viel. Ja, beide sind wir auch zu zweit gefahren, aber. Naja, dieser Bug mit den Traktoren, dass alles dann draußen heller wird, ist nicht weg. Na ja. Nee. Okay. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht genau, was da bei dem Update jetzt alles gefixt wurde. Auch nicht. Bin da. Ah. Und du angefangen zu schwaden. Tatsächlich aus Versehen hier ganz unten, wo ich jetzt momentan bin, aber du kannst einfach von oben, also wo die Arbeit einfach ist, mitten in die Bahn da anstehen, das ist ja wurscht, wo du da anfängst. So. Jetzt kann ich, wir gehen jetzt rein in den, Aufbau. 12.000 oder 1.200, ich weiß nicht genau. Okay. Ungefähr. Ah, wo werd denn ich lang? Das weiß ich auch nicht. Da ist eine gute Kurve. Oder starke. So. 1000 Liter passen rein. Hm? 12.000 Liter passen rein. Okay. Und so ein Eurobus. Weiß gar nicht genau. Ich glaube 20. Oder sowas, ja. Ja, aber bestimmt, wir haben den größeren. Den mittleren. 20,5. Okay. Ja, das kann man auch liegen lassen. Weil das ist so eine Kühle. Die Reifen werden ganz schön mitgenommen hier. Hm? Die Reifen hinten werden ganz schön mitgenommen, du. Ja. Hast du jetzt eigentlich immer noch die Zwillinge drauf, ja, oder? Nee. Na da? Zwischen dich, mich. Ich finde die Breitreifen schöner. Also nur die Beiträge. Das sind ja, glaube ich, die, nicht die mit dem Traktorprofil, sondern mit dem Kommunal oder was das ist. Ja, ja, so halb oder halb. Kommunal, so. Die wollen auch einen guten Grip haben. Ja. Ja, aber so Startreifen ist schon noch ein gutes Stück Unterschied. Ja, zum Glück, ja. Betriebskostenfahrzeuge. Ich habe gerade meinen Blinden ohne Traktor umkonfiguriert. Dann gleichzeitig auch die Gunst der Stunde genutzt und repariert. Und natürlich Fahrzeugpflege ist wichtig, Leute. Also unsere guten Lindner, Steyr, MB-Trax und Bühler noch gut lange halten. Oh, ich hab keinen vergessen. Also jetzt? Ein B-Truck. Hm? Ein B-Truck. Hast du vergessen? Ich dachte, wir haben ihn gesagt. Nee. Kann aber auch sein, dass wir den haben. Also er hat jetzt vorne Gewicht dran, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Der Unitruck? Für ein Unitruck allgemein das Gewicht, was ich jetzt vorne dran habe. Was hast du denn für einen Strang gemacht? Bis 1 Tonnen, oder? 1000 Kilo. Oh. Das ist, ja, 1000 Kilo. Gut. Ja, wir brauchen nochmal 600 Kilo Gewicht. Ja, ja, mit dem Tonnengewicht ist er minimal. Ich überlascht er viel. Wer vorne? Ja. Auf jeden Fall glaube ich nicht so angenehm für die Vorderachse.
Angenehm ist anders. Naja, hier geht jetzt nicht so viel runter. Okay. Oder haben wir die Geduld doch, oder? Ja, ne? Doch. Okay. Aber gut, wir dürfen uns für zuschauen, wenn wir die heutige Folge schon wieder bedanken, denn wir sind gerade auch schon wieder fertig. Die Folge habe ich ein bisschen kürzer machen müssen, leider 20 Minuten nur. Weil es ist doch jetzt schon relativ spät und ich muss jetzt noch ein Video schneiden und hochladen. Und ja, wie gesagt, jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch auch keinen Cent. Unten den roten Knopf kaufwerben, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sind wir auch schon bereit zu einer weiteren Folge hier auf der Erlendrad in LSNC in Alpine.dc. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. Compass was wrong, and I'm still on my feet, lost it.